Der Dow Jones hat uns Stärke gezeigt bislang und ist voll drin in seinem Widerstandsbereich. Also leicht hat er schon ein bisschen drüber geguckt, aber ich sage mal, das ist immer noch Einflussfaktor, der möglicherweise hier mit reinspielt. Aber was sage ich zu so einem Widerstand? Nur weil wir hier viele Marken aufeinander liegen haben, heißt das noch längst nicht, dass der Kurs dreht, denn der DAX, wir gehen mal rüber zum DAX-Index, der hat diese Marke, die ungefähr hier lag, auf 11.900, einfach nach oben hin durchstoßen, als ob es kein Morgen gäbe, und ist bis zur nächsten Marke einfach nach oben gelaufen, um dort vielleicht jetzt Widerstand zu finden. Tatsächlich haben wir jetzt beide Indizes, ich weiß, der DAX ist da nicht ganz so maßgeblich international, aber trotz alledem beide in einem Widerstandsbereich und damit die Chancen deutlich höher, dass der Kurs jetzt tatsächlich dreht. Ein bisschen zeichnet sich das hier auf der kleinen Ebene ab. Die ersten Schübe nach unten, vielleicht jetzt A, B, C nach oben, das könnte uns vielleicht sogar schon ein Short-Setup bescheren. Aber Dow Jones lässt das noch offen. Also im Moment sehen wir da noch gar nichts. Und wenn wir mal auf den breiten Markt, den S&P 500, gehen, dann sehen wir dort eigentlich sogar noch ein relativ gutes Zeichen für die bullische Seite, denn die Aufwärtsseite ist immer noch sehr, sehr stark, die Abwärtsseite sehr überschneidend, sehr wackelig, und das lässt eigentlich erwarten, dass der Kurs hier nochmal nach oben geht. Wer unsere Trade-Idee hier zu lesen will und mehr dazu erfahren will, einfach den Trade des Tages sich angucken, da stellen wir solche Trades immer wieder vor mit ganz klaren Handelssignalen, also wo, an welchen Stellen wir was, wie machen und manchmal auch warum. Und warum, das klären wir auch im Trade to go, also wer Informationen auf Smartphone haben will, der hat da die besten Chancen, dann eben auch Informationen auf WhatsApp oder Telegram gesendet zu bekommen, wo wir auf solche Sachen gegebenenfalls hinweisen. So, in diesem Sinne, der Markt also im Moment ein bisschen zerrissen. Der amerikanische Markt, der S&P beispielsweise, noch bullisch. Wir wissen, der Nasdaq immer noch in Erwartungshaltung, dass das Allzeithoch noch gerissen werden kann. Wir haben also noch möglicherweise nicht den letzten Schub hier nach oben gesehen, aber die Anzeichen für einen Dreh, ach, die kommen näher. Aber das sagen wir schon ganz lange, immer bestätigen lassen. Und noch ist da beim amerikanischen Markt zumindest überhaupt nichts zu sehen. Ansonsten gab es heute Nachrichten von der Arbeitsfront, nämlich die Initial Jobless Claims. Die sind, sagen wir mal ganz grob, so ausgefallen, wie das erwartet war. Ein bisschen auffällig sind die Continuing Jobless Claims. Normalerweise guckt man auf die Neuanträge oder Erstanträge, die Initial Jobless Claims, aber aktuell werden die Continuing durchaus hochgehalten, weil man eben gucken will, inwieweit das Corona-Syndrom, in Anführungsstrichen das Virus, hier gegebenenfalls Mitwirkung trägt für Langzeitarbeitslosigkeit. Also das kann durchaus nochmal spannend sein. Und da gab es einen erneuten Anstieg. Man ist von einem Rückgang ausgegangen, aber Pustekuchen, es ging sogar noch weiter. Jetzt schon mal Front abmerken, nächste Woche, nein, nächsten Freitag, also sprich morgen, da gibt es die Arbeitsmarktzahlen aus den USA um 14.30 Uhr. Und wir können davon ausgehen, ich kann es mal kurz hier einblenden, dass um 14.30 Uhr morgen enorm viel Druck auf die Märkte kommt. Wir hatten normalerweise so 3,4%, jetzt sind wir 14,7% zuletzt gewesen. Jetzt aktuell, die letzten Zahlen für Mai, werden erwartet mit knapp 20% Arbeitslosenquote. Das ist eine Menge. Und ob die aktuellen Unruhen in Amerika dazu beitragen, dass das sich noch verringert, ich wage es zu bezweifeln. Also insofern denke ich mal, müssen wir hier mit hohen Zahlen rechnen. Morgen 14.30 Uhr auf jeden Fall nochmal ein Hingucker. Und der könnte dann vielleicht, wenn es heute auch nochmal vielleicht nach oben geht, dann für den Dreh sorgen. Aber hetzte, könnste, wärste, willste, wie auch immer, immer bestätigen lassen, immer den Markt eine Vorgabe machen lassen. Und dann kann man daran ablesen, ob man da was tun soll oder nicht. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und toi, toi, toi für die eigenen Handelsentscheidungen.